Let the bass kick. Willis, bist du's? Chief, ich habe deinen Freund gefunden, Keith Ramsey. Ein Hitman, der für heute arbeitet. Kaufte ihn. Er ist meistens in der Bar bei den Baracken. Wie ist sein Name? Bark. Sein Name ist Wagner und er ist hier für ihn. So, dann sprechen wir jetzt mal mit Buck. Ich begrüße euch wieder auf der wunderschönen Insel Root Island. Leider kann man hier die Insel nicht so wirklich genießen, wie ihr in der letzten Folge schon festgestellt habt, aber jetzt schaue ich mal, was mich so in dieser Hütte hier erwartet. Bist du Buck? Ich hab nicht Geburtstag, dann ist wohl Weihnachten. Ich suche meinen Freund, Keith. Nee, sorry, da klingelt nichts. Du hast ihn von heute gekauft. Ah, den. Er sagte, er heißt... Ein Brüller. Also gut, dann reden wir Klartext. Du bist Jason Brody? Hey, hör zu. Ich will nur Keith. Jason. Wir sind doch nicht alles Wilde hier. Wir sind Geschäftsleute, Kapitalisten. Ich habe etwas, das du willst, oder? Mein Produkt. Und du hast auch etwas. Und was soll das sein? Oh, nur ganz ruhig, Jace. Vorsichtig. Legst du mich um, kriegst du ihn nie. Finde den für mich. Beschaff mir den. Und du und ich sind klar. Und Keith gehört ganz dir. Bring mir was verloren. Den Dolch habe ich schon mal gesehen. Dolch? Ein Dolch? Das ist kein scheiß Dolch. Das ist Kunst. Da steckt mehr Geschichte drin als in euren Arschbacken. Das ist mein Preis, klar? Wo ist er? Dieser Schatzsucher, der wusste, wo er ist. Aber was, schnappte sich das Boot, während der nach einem chinesischen Schatz wühlte. Und was bekam er noch? Den Dolch. Nein, nicht den verfickten Dolch. Seine Position. Du willst Kies zurück, geh zu dem verdammten Boot und finde heraus, wo das Artefakt verbuddelt ist. So, und jetzt ab. Verpiss dich! Okay, das klingt dann nach einem Plan. Dann schauen wir mal, ob man sich da schnell leise. Ja, dann muss ich erstmal den Rotichita Sunrise den Außenposten hier ausschalten. Dann drücke ich mal die Taste. So. Ja, bevor ich jetzt hier das Medizinschiff begebe, schaue ich mal, ob ich den Außenposten hier ausschalten kann. Habe ich eigentlich da einen Schalter drin? Ja, das sieht doch ganz gut aus. So, der Außenposten war noch 200 Meter vor mir. Jetzt noch 200 Meter. Ich muss aber schauen, ob ich irgendwo hochkomme, also dass ich mich über dem Außenposten befinde, weil es ist viel einfacher, den auszuschalten, weil man dann einfach unbemerkt, vor allem mit einem Scharfschützengewehr. Was ist der hier? Wenn man dann unbemerkt die ganzen Leute ausschalten kann. Und da muss man sehen, nicht immer diese Duelle liefern. Wie? War ich hier drin schon? Schau mal. Und dann noch der Brief. Einen Brief haben wir gefunden, und zwar
Shinji's Brief, und das war der erste Brief, den wir allgemein insgesamt gefunden haben. Das muss ich hier nur schauen, wie ich irgendwo hochkomme. Es kann doch nicht so schwer sein, da so einen scheiß Weg zu finden, das ist ja Wahnsinn. Die Blätter schaden nie. Das ist die einzige Anhalte, auch viele Blätter. Ich hoffe mal, das ist die einzige, sonst darf ich jetzt ein bisschen rumballern wieder. Ich hab den Laden. Und zweite. Ist hier. Ja, hier geht's hoch. Dann. Ich habe mich die sogar auf die richtige Fährte geführt. So, dann wie geht's dann auf und dann... Lauf, lauf, lauf. So, jetzt sind wir hier über dem... Außenposten, Außenposten heißt es. Über dem Außenposten, sind wir überhaupt schon über dem Außenposten? Das müssen wir noch nicht. Und... Hier, so, erstmal die Alarmanlage ausschalten. So, also erstmal Medizinpacks herstellen. What the fuck? Okay, ich glaube, den überspringe ich einfach. Außenposten kriege ich nicht hin. Alles war. Tja, naja. Ja, dann fliege ich halt zur Nostalgia. Auch schön. Ich finde dieses Hängegleiter finde ich endgeil. In vielen guten Spielen werden die verwendet. Zum Beispiel auch Assassin's Creed, ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt. Und ich finde Assassin's Creed ein. Also das Fire finde ich ein echt geiles Spiel. Also, ich hab gedacht, ich fliege viel weiter als das. Jetzt muss ich noch 200 scheiß Meter schwimmen. Naja, das mit dem Außenposten war ein total Fail. Nicht so wirklich funktioniert. Aber ja, dann kümmere ich mich jetzt um die Nostalgie. Wir haben ja noch 10 Minuten.
erste Minuten Zeit. Das hat es auch schön gespeichert, das heißt, falls ich verreck, bin ich an dem Punkt, kann ich an dem Punkt neu starten. Und ich bin eigentlich ziemlich sicher, dass ich das hinbekomme. So. Das war die Eins. Das ist einfach Schuss. So, dann müssen wir hier hoch. Also das haben wir jetzt schon mal ganz gut hingekommen. Das ist halt wirklich. Machen es nicht die Mühe, die alle auszurauben, weil na, da hab ich Bock drauf. Das ein bisschen. Was? Warum ist er nicht tot? Warum stirbt er nicht, Mann? Junge, was war das denn? So, und der nächste Versuch.
Wow, wow, wow. Whoa, 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 whoa. Jetzt muss ich nur noch den Eingang treffen. Fände ich keinen Bock nochmal den Scheiße abzuziehen. Aber die kann ich blenden, die haben meistens viel besser. Na, jetzt hier. Ist auch nicht so wenig. Ah, so ein Scheiß. Immerhin habe ich das überstanden. Gut, na los, ich muss die Daten finden. Computer ran. So, Scheiße. Wie viele Piraten sind auf dem Schiff? Schon. Diese Insel macht mich krank. Sollen sie doch alle elendig verrecken hier. Oops. I'm so sorry. Aber da. Müssen wir doch hören, wenn einer so eine Tür aufmacht. Was das? Aber ich glaube, das war's. Ohne das Korbzeug wäre es gar nicht so übel.
Problem ist, den kann ich nicht takedownen. Bestimmt finde ich das Versteck des Dolches auf dem Computer. Na bitte. Das muss wichtig sein. Vielleicht führt er mich zu dem Dolch. Ja, kann das aber gut hacken. Schneller, du Scheißding! Das ist ein Witz. Oh. Also, ja, bevor ich jetzt hier wahrscheinlich versuchen muss, aus dem Schiff zu fliehen, mache ich jetzt hier Schluss und. Ja, hoffe ich, es hat euch wieder gefallen und ja, wie immer abonnieren, liken, kommentieren und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann.